Und aus aktuellem Anlass unterbrechen wir jetzt diesen Beitrag, schauen direkt nach Kiew zu Tatjana oben. Tatjana, du bist auf dem Bahnhof. Was passiert dort? Kann ich kurz? Also, lieber Carsten, guten Morgen nach Deutschland. Ihr seht mich gerade nicht, aber ihr müsstet eine geöffnete Zugtür sehen. Und da erwarten wir den Bundespräsidenten in wenigen Augenblicken. Er ist in Kiew jetzt angekommen, wird sich mit Präsident Zelensky treffen. Er hat den Nachtzug genommen, gewissermaßen diesen besonderen Zug der ukrainischen Bahn, mit dem alle wichtigen Staatsoberhäupter und Regierungschefs schon gekommen sind. Und es wird jetzt gleich eine kurze Stellungnahme geben vom Bundespräsident Steinmeier, der, wie gesagt, vor ungefähr einer knappen Minute in Kiew angekommen ist. Tatjana, es ist ja ein sehr überraschender Besuch des Bundespräsidenten, geheim gehalten worden. Welche Bedeutung hat jetzt die Visite von Frank-Walter Steinmeier in der ukrainischen Hauptstadt? Naja, ich glaube, man muss einfach nochmal die gesamte Geschichte sich auch vor Augen führen. Auch seine Zeit, als er noch nicht Bundespräsident gewesen ist. Ein Großteil der deutschen Russland- und Ukraine-Politik ist ja maßgeblich von ihm auch mitgestaltet worden, insbesondere in den Jahren, als er eben auch Außenminister gewesen ist. Und ich glaube, da gibt es einige Entscheidungen, von denen Herr Steinmeier heute vielleicht auch anders denkt. Etliches, was damals normal schien, wo man heute sich vielleicht sagt, okay, hätte man vielleicht anders handeln und agieren müssen. Und dann hatten wir, und da muss ich jetzt abbrechen, weil der Bundespräsident kommt aus dem Wagen heraus, hat die Maske an. Und er wird begrüßt von der deutschen Botschafterin in der Ukraine. Wir sehen relativ großes Presseaufgebot hier, Begrüßung. Und ich versuche mal, das Mikrofon rüberzuhalten. Und dann wird es einige Worte des Bundespräsidenten geben. Matthias, Mikro. Matthias? Ja. Wo bist du? Mikro? Moment, Sekunde. Zunächst mal herzlichen Dank, dass Sie sich so früh herbemüht haben, um uns hier am Bahnhof in Empfang zu nehmen. Funktioniert es? Ja, okay. Seit 8 Monaten führt Russland einen brutalen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Mir war es wichtig, gerade jetzt in dieser Phase der Luftangriffe mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen ein Zeichen der Solidarität an die Ukrainerinnen und Ukrainer zu senden. Ich freue mich auf die Begegnungen hier in Kiew zu politischen Gesprächen, im Zentrum natürlich das Gespräch mit Präsident Zelensky, aber auch auf Begegnungen, die wir haben werden im Norden der Ukraine, in Gebieten, die besetzt waren, inzwischen wieder frei sind und wo wir mit den örtlich Verantwortlichen darüber sprechen können, welche Schäden zurückgeblieben sind, welche Versorgungsschwierigkeiten insbesondere jetzt in dieser Zeit bestehen. Ich schaue wie viele Deutsche voller Bewunderung auf die Menschen hier in der Ukraine, auf ihren Mut, auf ihre Unbeugsamkeit, die sie zeigen, nicht nur an der Front, sondern auch in den Städten, die beschossen werden und auch im ländlichen Raum. Meine Botschaft an die Ukrainerinnen und Ukrainer ist, wir stehen nicht nur an eurer Seite, sondern wir werden die Ukraine auch weiterhin unterstützen, wirtschaftlich, politisch und auch militärisch. Und meine Botschaft an uns Deutsche zu Hause: Vergessen wir nicht, was dieser Krieg für die Menschen hier in der Ukraine bedeutet, wie viel Leid, wie viel Zerstörung herrscht. Und die Menschen in der Ukraine brauchen uns. Worauf es jetzt ankommt, ist, dass wir helfen, die Ukrainerinnen und Ukrainer vor den Luftangriffen so weit wie möglich zu schützen. Deutschland hat sich seit Monaten konzentriert auf die Stärkung der Luftverteidigung, gehört heute sicherlich zu den größten Ausrüstern der ukrainischen Armee bei der Luftverteidigung und damit dem Schutz der Menschen in der Ukraine. Aber es geht gleichzeitig auch um Wiederaufbau. Zu Hause in Berlin, wo gerade die Expertenkonferenz der G7 auf Einladung von Ursula von der Leyen und dem Bundeskanzler stattfindet.
Und darum geht es auch bei den Besuchen, die wir hier außerhalb von Kiew machen. Dort, wo entweder jetzt schon Infrastruktur zerstört und gestört ist, wo Strom, Heizung und Wasser nicht funktionieren oder aber Vorsorge vor dem Winter getroffen werden muss. Hier versuchen wir neben den staatlichen Hilfen auch Brücken zu bauen zwischen Gemeinden und Städten aus Deutschland und solchen hier in der Ukraine. Und wir werden exemplarisch ein Beispiel Koryukivka, 200 Kilometer nordöstlich von Kiew, einen solchen Brückenbau versuchen mit einer deutschen Gemeinde. Und ich hoffe sehr, dass diese zwischenmenschlichen Initiativen, dass die helfen, auch Verantwortlichkeiten füreinander zu schaffen, gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit vor dem Winter. Vielen Dank. Ja, soweit also Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Carsten, ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Zug. Und Tatjana, wir können dich sehr gut hören. Wir haben das Statement des Bundeskanzlers, des Bundespräsidenten gehört. Und jetzt sehen wir dich auch im Bild. Vielleicht guckst du in die Kamera, Tatjana. Also dieser Besuch, sehr überraschend, sehr wichtig. Und damit setzt Frank-Walter Steinmeier auch ein deutliches Zeichen, oder? Das hat er ja selbst mit seinen ersten Eingangsworten schon auch gesagt, dass eben gerade jetzt in dieser Situation, wir erinnern uns, der Montag vor einer Woche, der Montag vor 14 Tagen sind Tage gewesen, an denen Kiew durch Drohnenbeschuss massiv getroffen worden ist. Da sind Menschen getötet worden dabei, da sind Gebäude, Infrastruktur zerstört worden. Und er hat eben gesagt, und genau das ist der Grund, weshalb er jetzt kommt. Letzte Woche war eigentlich auch bereits schon ein erster Besuch terminiert gewesen. Der ist dann aus Sicherheitsgründen abgesagt worden. Ganz offensichtlich war man jetzt der Ansicht, dass die Sicherheitslage sich anders gestaltet und dass es jetzt verantwortbar ist, sozusagen mit dem Bundespräsidenten hierher zu kommen. Ich glaube, spannend wird natürlich auch sein, die Begegnung mit Präsident Selenskyj, weil wir erinnern uns im Frühjahr, als der polnische Präsident und die baltischen Präsidenten gemeinsam hierher fuhren, war ja die ursprüngliche Idee, dass Frank-Walter Steinmeier mitfahren sollte. Das ist damals dann nicht geschehen. Das hat für viel Disharmonie gesorgt zwischen dem Bundespräsidialamt und auch der ukrainischen Seite. Das ging eine Weile, glaube ich, hin und her, aber man muss halt schauen. Ich glaube schon, dass mittlerweile einiges, was es da an Misstönen gegeben hat, bereits ausgeräumt worden ist. Und es wird interessant sein zu sehen, wie sich die beiden Präsidenten, natürlich beide mit völlig unterschiedlichen Befugnissen, aber wie sie sich beide heute hier begegnen werden. Tatjana, danke erstmal für den Moment, für deine Einordnungen und Ausführungen. Du wirst natürlich den Besuch des Bundespräsidenten in Kiew für uns intensiv beobachten. Danke dir erstmal für den Moment auf den Bahnhof der ukrainischen Hauptstadt.